Duke's Timeout. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Duke's Timeout. In der heutigen Ausgabe unterhält sich Bernd mit WBC-Spieler Davor Lamesic. Schaut euch das an. Davor, die Saison ist noch jung. Wie ist der erste Eindruck von deinem Team? Was ist heuer möglich? Ich glaube, es ist uns sehr zugute gekommen, dass wir die Mannschaft von vorher behalten haben. Und wir spielen bis dato eigentlich früh schon sehr gut und ja, ich glaube, das ist sehr, sehr viel möglich heuer. Wie ist dein Eindruck von der ganzen Liga? Ja, die Liga ist, es ist natürlich auch gut, dass da ähnlich zurück ist in Gmunden, ja. Ich glaube, dass manche Mannschaften stärker geworden sind. Es sind auch jedoch andere wieder schwächer. Also ich würde sie sehr ähnlich zum Feuer bezeichnen. Ja. Okay. Es ist deine 9. Saison in Wels. Wie schaut deine weitere Karriereplanung aus? Ja, also ich habe schon noch vor, noch 9 weitere Saisonen bei Wels zu spielen. Ich weiß es noch nicht. Ja, also das ist mein letztes Jahr, mein letztes Vertragsjahr. Bleib ich noch in Wels, vielleicht nicht. Man wird sehen, wo mich der Weg führt. Naja, Medi Bayreuth, eine Option? Ja, ich glaube nicht, da bin ich noch ein bisschen, da fehlt ein Zweier statt dem Dreier vorne. Dann wäre es vielleicht möglich. Danke für deine Zeit. Danke. Bitte gerne. Das war's auch schon wieder. Seht beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Duke's Timeout.